Deutschland 1937. Hitlers Reich inszeniert sich selbst. Auf dem Tag der deutschen Kunst in München. Die Geschichte wird umgeschrieben. 1000 Jahre Vergangenheit im Zeichen des Hakenkreuzes. So sieht es Hitler, der sich ja berufen fühlt, ein großgermanisches Reich zu schmieden. Ihm geht es um Eroberung und Vernichtung, um Sieg oder Untergang. Das ist der Kern seiner Ideologie. 1940, nachdem Frankreich niedergeworfen ist, steht er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Einst obdachlos in Wien, herrscht er jetzt über den Kontinent. Aber sieht sich noch nicht am Ziel. Er will sein Reich vergrößern bis an den Ural. Das Ende eines Wahns. Berlin im April 1945. Hitlers Weltanschauungskrieg ist verloren. Deutschland und weite Teile Europas liegen in Trümmern. Doch Hitler hat ein letztes Ziel, nun auch die Deutschen mit sich in den Untergang zu reißen. Seit dem 21. April kämpfen sowjetische Soldaten in den Vororten von Berlin. Stalin hat befohlen, Hitlers Hauptstadt bis zum 1. Mai zu erobern und über den deutschen Diktator endgültig zu triumphieren. Die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten. Zwischen ihnen und dem Frieden steht jetzt nur noch einer. Ich denke, gegen Ende des Krieges gab es nur noch sehr wenige fanatische Anhänger von Hitler. Vielleicht 10% der Bevölkerung. Aber unter diesen 10% waren die mächtigsten. Der Rest verhielt sich anders. Die Bevölkerung im Allgemeinen hatte resigniert, war apathisch, wartete nur auf das Ende. Und wenn sie an Hitler dachten, dann insofern, dass er ein Hindernis war, den Krieg zu beenden. Die Rote Armee umschließt mit 1,2 Millionen Soldaten die Frontstadt Berlin. Im Zentrum nahe Reichstag und Brandenburger Tor liegt die neue Reichskanzlei. 1939 fertiggestellt, gedacht als Symbol für Macht und Größe des tausendjährigen Reiches. Hitler ist seit dem 18. Januar wieder hier. Die Reichskanzlei liegt in Trümmern. Schwer getroffen von alliierten Bomben. Nach der Winterkatastrophe vor Moskau Ende 1941 hatte Hitler das Büro von Albert Speer beauftragt, im Garten der neuen Reichskanzlei eine Bunkeranlage zu bauen. Die Katakombe ist zweigeteilt, in den Vorbunker und den sogenannten Führerbunker. Im oberen rechten Teil liegen die Quartiere für das Personal. Darunter, fast 10 Meter unter der Erde, Hitlers Bunker mit 20 Räumen. Hitlers Wohn- und Arbeitsraum, sein Schlafzimmer und der Schlafraum von Eva Braun. SS-Mann Rochus Misch ist Hitlers Leibwächter und Telefonist. Er wird bis zuletzt im Bunker bleiben und ist einer der wenigen überlebenden Zeugen von Hitlers Ende. Solange Besprechungen waren, nicht, da war da im Bunker Leben. Aber wenn die Besprechung zu Ende war und die sind alle wieder verschwunden, nicht, dann war das wieder eine tote Angelegenheit, ein toter Betonsarg. Hitler sucht Schutz vor den ständigen Luftangriffen, zieht Mitte Februar mit seinem engsten Stab unter die Erde. Die Räume sind klein und karg möbliert. Der Bunker war nie dazu bestimmt, Kommandozentrale zu sein. Der Korridor in Hitlers Verlies,
Rechts liegen Maschinenraum und Funkzentrale. Der Lage Vorraum. Er diente auch als Wartezimmer, wenn Hitler mit den Generälen konferierte. Hier im Lagerraum. Was wirklich in der Katakombe geschah, ist zum Teil umstritten. Akte Nummer 462a, Bericht über Hitler und seine Umgebung, verfasst vom russischen Geheimdienst. Ein spektakulärer Fund im Moskauer Staatsarchiv für Zeitgeschichte liefert neue Einsichten über Hitlers Ende im Bunker. Die Quelle: zwei Gefangene. Otto Günsche, SS-Sturmbannführer, Hitlers Adjutant seit Februar 1944. Und Heinz Linge, seit 1939 persönlicher Diener, hier bei seiner Rückkehr aus sowjetischer Gefangenschaft 1955. Geheimbericht Hitler. Es gibt nur ein Exemplar. Geschrieben für den Gegenspieler Stalin. Er will genau wissen, wie der Mann, der ihn und die Sowjetunion vernichten wollte, ums Leben kam. Man sieht deutlich, dass Hitler in den letzten Tagen vollkommen eigentlich nur noch dahin vegetiert, vollkommen antriebslos ist, dass Hitler oft stundenlang mit dem Hund spielt, geistig abwesend erscheint, dass er überhaupt nicht mehr in der Lage ist, wirkliche Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen nicht die Entscheidung zum Ende treffen kann. Am 11. März 1945 besucht Hitler zum letzten Mal die Front. Im Hauptquartier der 9. Armee an der Oder fordert ein vom Verfall gezeichneter Kriegsherr Kampf bis zum Untergang. Niemand widerspricht. Es ging auch aus wie in seinem kranken Zustande. Von ihm ein Fluidum, eine Ausstrahlungskraft aus. Und diese Wirkung wurde verstärkt durch eine Art, durch ein Stückchen Geisteskrankheit, möchte ich es mal nennen. Nicht in dem Sinne, dass ihm also in der Wut Schaum vor den Lippen stand oder dass er einen Teppich biss, wie man sich früher erzählte, das sind reine Legenden. Aber er hatte eine hypertrophe Selbstidentifikation mit dem deutschen Volk. Das heißt, er war subjektiv überzeugt, dass mit seinem Ende, mit dem Ende auch seiner Ideologie, für das deutsche Volk keine Überlebensmöglichkeit mehr wäre. Diese letzten Filmaufnahmen zeigen Hitler am 20. März im Garten der Reichskanzlei beim Dekorieren von Hitlerjungen. Und wenn man diese beiden Dinge nun verbindet, diese krankhafte Selbstüberhöhung auf der einen Seite und die kaum beschreibbare Wirkung auf andere Menschen, überwältigende Wirkung auf andere Menschen, dann kommt man vielleicht etwas näher dem Verständnis, warum so viele Menschen ihm bis zum Schluss gefolgt waren. In der Reichskanzlei versammeln sich am 20. April zu Hitlers 56. Geburtstag noch einmal seine Paladine. Viele drängen Hitler, Berlin zu verlassen. Doch der will bleiben und hier untergehen, sein Ende inszenieren. Bilder aus dem Bunker, aufgenommen 1987, kurz vor dem Abriss, der Schauplatz des letzten Aktes. Nach Ende der Gratulation verlassen die meisten NS-Führer fluchtartig Berlin. Zurück im Bunker bleiben nur wenige Vertraute und enge Mitarbeiter wie Hitlers Sekretärin Traudl Junge. Es war ein ganz stilles, bescheidenes, kleiner Empfang. Und danach, als Hitler sich schon zurückgezogen hat, ist die Eva Braun und die ganze Gesellschaft, die dann noch da war, noch hinauf in die Wohnung, in die alte Führerwohnung, in Eva Brauns Räume, die noch erhalten waren. Und da ist dann noch ein bisschen weiter gefeiert worden mit einer Schallplatte, die noch gelaufen ist. Blutrote Rosen erzählen mir. Mit Blutrote Rosen von Rudi Schuricke versuchen sie, sich abzulenken und das nahende Ende zu verdrängen. Von Sehnsucht und sie
verraten so vieles mir.